Also die Idee, Joghurt selber herzustellen, ist mir gekommen, als ich neulich im Internet eine alte Sendung Hobbitek gesehen habe. Hobbitek mit Jean Pütz. Und Jean Pütz, der erzählte, wie gesund das ist. Hat er so einige Fakten aufgezählt. Er selber war Allergiker und er hatte Heuschnupfen und Pollenallergie und so. Und seitdem er täglich so ein Glas Joghurt isst, ist die Allergie verschwunden. Er ist geheilt. Das hat er erzählt so. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn Joghurt so gesund ist und wenn das so Babyeier leicht ist, den Joghurt selber herzustellen, dann machst du das eben auch mal. Ich habe es probiert, Freunde. Und was soll ich sagen? Es ist Babyeier leicht. Das funktioniert ja von alleine. Ja. So. Ja, so selbstgemachter Joghurt. Das ist ja nun echt Bio, ne? Bio ist gut. Ich möchte eigentlich, dass jene Produkte gekennzeichnet werden, die nicht Bio sind. Bio ist das Normale, das Natürliche, so wie Lebensmittel sein sollen. Warum um alles in der Welt muss denn das Normale gekennzeichnet werden? Verstehe ich nicht. Andersherum wäre es doch richtig. Alles, was mit Pestiziden behandelt, mit Zusatzstoffen vollgepumpt oder gentechnisch verändert ist, müsste gekennzeichnet werden. Also statt Biotomaten aus Deutschland müsste es heißen chemisch behandelte Tomaten aus Spanien. Oder statt Biofleisch Bio mit Antibiotika. Und wenn das alles so gekennzeichnet werden würde, ja, das würde unser Einkaufsverhalten ändern. Aber drastisch und von einer Sekunde zur anderen. Wollt ihr wissen, wie man Joghurt selber macht? Bio? Dann zeige ich euch das. Sondern will ich das mal ganz kurz erklären. Also ich muss da nichts vormachen. Das ist ruckzuck erklärt. Man nimmt einen Kochtopf. Dann nimmt man 1 Liter Milch. Und gibt die Milch in den Kochtopf. Dann habe ich hier ein Thermometer. Und dann erwärme ich die Milch bis auf 40 Grad. Nun kommt das nicht auf den Strich drauf an. Das kann 38 Grad sein, das kann auch 41 Grad sein. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. So. Und wenn die Milch dann die Temperatur hat, dann habe ich hier einen Becher Joghurt. Da sind ja schon Joghurtkulturen drin. Bakterien. Gutmütige Bakterien. Die rühre ich da rein. Und bei 40 Grad haben diese Bakterien unglaublich viel Lust, sich zu vermehren. So. Na, und dann habe ich hier so Weggläser, hier, sowas hier habe ich mir gekauft. Und da fülle ich dann die Milch mit den Joghurtkulturen hinein. Und dann verschließe ich das aber nicht, sondern ich lege den Deckel einfach nur lose rauf, dass da keine Spinne reinfällt oder so. Ne? Und dann stelle ich das so in Richtung Heizung, so in Richtung Heizkörper, über Nacht. Und am nächsten Morgen ist es dann so hart wie dieses hier. Das hat dann so richtig schon eine richtige Konsistenz, so wie Joghurt eben sein soll. So, und dann kann ich das zumachen und dann nochmal in den Kühlschrank stellen. So, und wenn das dann schon durchgekühlt ist, dann habe ich da, oh, habt ihr ja gemerkt, ne, ich habe das ja richtig mit Appetit gegessen gerade eben. Das ist richtig schön, ist richtig klasse. Aber weil da nun keine Chemikalien drin sind, um das künstlich haltbar zu machen, sollte man sehen, dass man da vielleicht nach 3 Tagen dann den Joghurt verzehrt hat. So ist das. Ja, also die dritten Fernsehprogramme, die sollten sich überlegen, ob sie da nicht jemanden brauchen, der die Hobbitek wieder neu ins Leben ruft, ne? Und die Bio und die Supermärkte, die sollten sich überlegen, ne, warum man überhaupt Bio besonders auszeichnet. Dann könnte man doch lieber sagen, die üblichen, diese genmanipulierten und die schadstoffbelasteten, die zeichnen wir aus. Ne? Und dann wird sich der Kunde anders orientieren und das Einkaufsverhalten ändern. So, das ist eigentlich meine Botschaft, die ich rüberbringen wollte. Also, ich wünsche euch einerseits viel Spaß beim Einkaufen, viel Spaß beim Joghurt selber machen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Lebensabend. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Und vielleicht kriege ich ja von dem einen oder anderen 1 oder 2 Daumen nach oben. Abonniert mich und dann vielen Dank fürs Zuschauen.